Okay, ich brauche Tom. Und noch viel mehr Tom. Okay. Hier ist der Flusskönig. Der Flusskönig scheint sich am Grund des Gewässers zu verbergen. Aber das macht nichts. Wir werden ihn schon hervorlocken. Jetzt doch noch nicht, Nico. Ich möchte, dass du Fische fängst und herbringst. Okay. Dies ist das Revier des Flusskönigs. Wenn wir Fische von anderswo ins Wasser werfen, dann wird er bestimmt wütend und kommt zum Vorschein. Dann brauchst du ihn nur noch mit deiner Rute zu fangen. Wir wollen ihm möglichst muntere Fische vorsetzen. Für den Anfang besorge uns bitte einen weißen Reisfisch. Krieg ich den denn jetzt her? Ich warte hier so lange auf dich. Ein Reisfisch. Siehst du? Kein Ping? Okay, kein Ping. Puh. Krieg ich den denn jetzt her? Aber ich komme scheinbar von der Karte aus nicht dorthin. Ich muss immer wieder hierher kommen. Ja. Gut, dann, Professor! 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 Yamato! Was willst du hier? Ich weiß, dass er Manato heißt. Nico! Was? Nichts gemacht! Du und Aya, ihr scheint euch ja in letzter Zeit blendend zu verstehen. Was? Ich mach doch gar nichts. Also, ich hab gesagt, meinst du. Jetzt spiel ja bloß nicht den Ahnungslosen. Was? Was? Ich will von der nix. Verflixt. Warum er? Ich versteh's nicht. Oh, vielleicht ist er hinter Ayas Ausrüstung. Ja, was für eine Ausrüstung? Die hat nix. Dann wäre er mein Rival in der Liebe, wie im Angeln. Die kann doch gar nicht angeln. Ich muss herausfinden, was er wirklich beabsichtigt. Hey, Nico. Ich stelle jetzt ein paar Fragen und du musst sie wahrheitsgemäß beantworten. Also, magst du nette Mädchen? Aya nett oder allgemein einfach nur nett? Ja, natürlich. Wer mag schon nicht nette Mädchen? Ich wusste es. Gut, nächste Frage. Was ist dir lieber? Lange Haare oder kurze? Ich finde eigentlich, also jetzt von mir persönlich aus, finde ich, dass lange Haare irgendwie schöner aussehen. Ich wusste es, lange Haare sind eben am schönsten. Ja klar, damit machst du dich nur noch verdächtiger. Gute nächste Frage. Was für Mädchen magst du? Wow, ich habe hier so die Auswahl. Hübsch oder lebhafte? Aussehen sagt ja jetzt, also sie kann sehr hübsch sein, aber extrem langweilig oder extrem zickig oder extrem dumm. Sie kann aber auch lebhaft sein und dafür extrem hässlich sein. Aber vielleicht intelligenter. Gut, hübsch. Es gibt auch intelligente, hübsche Leute. Also wenn ich jetzt nur diese beiden Auswahlen habe, dann mag ich es doch lieber etwas lebhafter. Lebhaft mit einem niedlichen Lächeln. Wie ich es liebe. Alles, was ich frage, macht ihn nur noch misstrauischer. Das ist mir zu umständlich. Ich frage einfach gerade heraus. Dann sag mir doch mal, was ist eigentlich Aya für dich? Die große Liebe, nur eine Freundin. Da ich sie gar nicht mag, sie aber immerhin nett ist und auch nett zu unserer Schwester war, müsste ich als großer Bruder sie zumindest ein bisschen mögen. Und ich persönlich finde ihren Bruder ganz okay. Sie ist eine Freundin. Stimmt das? Ah ja, ich verstehe.
Nein, nein, es gibt überhaupt kein Problem. Na schön. Wenn du ihr Freund bist, dann sag mir doch mal, auf welchen Typ sie steht. Was soll ich das denn wissen? Darüber haben wir nicht geredet. Apu. Ich denke, dass sie auf mich steht, aber das... Das ist jetzt irgendwie eine Aus... Warum kann ich nicht sagen, ich weiß es nicht? Ich weiß es nicht. Das sind irgendwelche Auswirkungen, wenn ich ihm jetzt sage, jemanden wie du und das ist gelogen? Eigentlich mag sie ja eher so Typen, die wie ihr Bruder sind. Glaube ich. Das würde dann aber auf mich zutreffen. Glaube ich. Ist das dein Herz? Aber sei still, ich werde ja rot. Ich wusste schon. Naja, gibt es keine bessere dazwischen. Weil einer stillen Zweifel hat, Nico. Hier, nimm das als Zeichen dafür, dass dies unter uns bleibt. Katzenminze? Katzenminze? Grünzeugkraft, hat toll. Ich muss jetzt noch. Ich muss mich noch mehr anstrengen mit Eiern. Ich mag. Rein gibt es zwar nicht zu, aber er weiß, dass er mich im Herzen auch akzeptiert. Ach, ich bin so froh. Tschüss, Nico. Entschuldigung, aber sein Arzt hat gelacht. Es ist er hat doch bestimmt keine Chancen. Phil hat doch bestimmt keine Chance, hat doch bestimmt keine Chance. Naja, Hauptsache er lässt uns für eine Weile zufrieden. Ja, ja, ja. Ja, Professor! Hilfe! Ich will nicht mehr mit ihm reden. Nein, Nico, möchtest du gerade noch? Nein, ich möchte reden. Du möchtest einen weißen Reisfisch fangen? Versuch sie im Teich. Sie sind aber sehr selten. Also hier im Teich. Phil, auf die Blumen, auf die Seerosenblätter, bitte. Okay. Dann, wie genau funktioniert denn das mit denen? Wir haben hier das da. Was ist eigentlich das da? Ich dachte gerade eben, das grüne Ding enthält belegte Brote und ich dachte schon, hä? Durchdrungen von grüner Energie hilft beim Fang von Albino-Fischen. Hilft beim Fangen großer Fische. Albino-Fische. Ist es dann eher das da? Grünzeugkraft verwendet. Das bedeutet jetzt was für mich? Sie hat mir jetzt aber nicht gesagt, ob das dann eher nachts der Fall wäre. Habe ich mein Grünzeug jetzt vielleicht verschwendet? Und wie lange hält das denn? Das ist wieder die nächste Frage. Yamato. Das wollte ich doch gar nicht. Hm.
Was bist du denn? Ach, ich war hier schon so lange nicht mehr angeln. Ich kenne die ganzen Sprites gar nicht mehr. Eine Karausche. Ja, also dieses Grünzeug hat mir schon echt gut geholfen, muss ich sagen. Natürlich, die spawnt der große Fisch jetzt. Der hätte vielleicht einer sein können. Ich hole ich. Ich würde mir gerne noch mehr Grünzeug holen, Phil. Vielleicht hilft es ja doch was. Ich weiß halt nicht, ob das so ist wie das Lockfutter, dass es nur eine ganz, ganz gewisse kurze Zeit hält. Das war, glaube ich, hier. Ich habe hier Grünzeugtropfen. Grünzeugkraft. Die ist aber ganz schön teuer. Immer noch mal ein paar Stück mit. Ein weißer Reisfisch. Ich habe gleich nicht mal einen normalen Reisfisch bisher hier gefangen. Eine weiße Karausche, okay. Die haben wir, das ist schön. Die wollten wir aber nicht. Was mache ich denn? Ich sollte vielleicht meine Angel auswerfen. Ich glaube, das könnte helfen beim Fische fangen. Ach. Was war das denn? Das war keine Grundel. Das sieht aus wie ein Aal. Das war aber irgendwas anderes. Ich weiß aber nicht mehr was. Schmerle. Hatten wir die schon mal? Ja, wussten wir ja sonst. Jetzt hat gehießen, neu. Noch eine Schmerle. Weil ich nicht wirklich weiß, wo ich jetzt hinschmeißen soll.
seid nur alle desinteressiert. Ist schon okay. Du bist auch bloß wieder eine Karausche. Glaube ich, warst du. Warum ist es nicht egal, was für einen Fisch ich hole? Ich meine, die können doch alle sehr aktiv sein. Sehr lebendig oder wie immer sie das genannt hat. Ein Stichling, der ist neu. Oh Gott, ist der klein. Komm. Ins Wasser, das ist ja Blödsinn. Was soll ich denn mit einem 2 cm Stichling? Der ist eigentlich schon zu klein, um überhaupt an der Angel zu beißen hier. Ich will hier mal wieder doch wieder vom Blatt runter. Das ist irgendwie nix. Ich bin da irgendwie so extrem eingeschränkt, wo ich hinschmeißen kann. Hier bin ich genauso eingeschränkt. Nee. In der Entfernung. Auch wieder nur eine Erlritze. Na gut, ich denke, ich mache jetzt hier erstmal wieder Schluss. Tut nämlich tatsächlich mein Hals extrem weh. Ich muss unbedingt lüften. Und nochmal gucken, ob es vielleicht doch eine Ursache dafür gibt, wo das herkommt. Ist extrem nervig. Jetzt müsste ich aber, glaube ich, mal meinen PC komplett abbauen. Da habe ich heute keine Zeit für. Oh, ein Wälzer. Ich beschwere mich noch die ganze Zeit. Und hier sind ja so normale Fische mal drin. Das ist ja super, aber nicht das, was ich brauche. Gut. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Ja, Steffi, wir werden es dann abends eher nochmal probieren. Weil die Tante hat ja auch gesagt, von wegen so, ja, weiße Fische fängt man am besten nachts. Ist dann vielleicht hier auch so. Ich weiß es auch halt leider nicht, wie lange diese grünen Dinger anhalten. Das wird mir ja alles nicht gesagt. Speichern wir mal geschwind. Speichern wir den da.
Das hier unten war mein Probierspielstand, der dritte. Wo ich mal einfach so ein paar Sachen, wo ich viel mit Lockmittel versucht habe, diese Bachforelle zu holen. Das Lockmittel ist ganz nett, das hält 3 Sekunden und sind die Fische alle wieder weg. Das hat auch nicht viel gebracht. Und ja, jetzt haben wir ja in sich unser doofes Seil. Wir haben Yamato angelogen wegen Aya. Also jetzt nicht, weil wir sie mögen, sondern dass sie Typen wie ihn mag. Ich denke mal, dass es gelogen ist. Also keine Ahnung. Aber da haben wir wenigstens dieses Grünzeug von ihm geschenkt gekriegt, von dem ich nicht weiß, was es... wie es wirkt, wie lange und ja, schauen wir mal. Können wir kurz gucken? Da ist ja auch noch so Tropfen geholt, ob vielleicht da irgendwas dabei steht. Ob da vielleicht was dabei steht. Beim Tropfen. Nö. Also egal, ob Tropfen oder Ding, es steht nicht dabei, ob das lang hält, ob das kurz hält. Na, schauen wir mal. Ja, also wir haben jetzt unser Seil. Wir wissen, in welchem Gewässer der Fischkönig lauern soll. Jetzt brauchen wir nur noch unseren blöden weißen Reisfisch. Und die Katzenmünze müssen wir auch irgendwo noch finden. Also das würde ich dann... Ich weiß nicht, ob die Quest zwingend erforderlich ist. Aber ich würde sie einfach gerne machen. Und da haben wir ja dann noch ein bisschen was zu tun fürs nächste Mal. Denn ich mache hier erstmal Feierabend. Und wir hören uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis dann.